Das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, dessen Präsident Haldenwang bekundete, dass es nicht allein Aufgabe seiner Behörde sei, die Umfragewerte der AfD zu senken, ist eine nachgeordnete Behörde und das steht der SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Haldenwang selbst ist ein sogenannter politischer Beamter, der komplett weisungsgebunden zu agieren hat. Wie steht es da dann um die Gerichtsbarkeit, die das Agieren des BFV überprüfen soll? Nun, das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich der gerichtlichen Aufklärung der Vorwürfe des BFV gegen die AfD schlicht verweigert. Trotz hunderter Beweisanträge hat die letzte für die Würdigung inhaltlicher Fragen zuständige Instanz genau diese Würdigung bewusst unterlassen, einfach verhindert. Sogar in dem Wissen, dass dies einen erheblichen, schon formalen Verfahrensfehler darstellt, was eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zwingend macht. Trotzdem war es dem Gericht anscheinend wichtiger, sein Urteil noch im laufenden EU-Wahlkampf zu verkünden. Das heißt, an keiner Stelle wurde auch nur der Versuch unternommen, die Behauptung des BFV einer beweistechnischen Auseinandersetzung zuzuführen. Es legen bei der AfD hinreichend verdichtete tatsächliche Anhaltspunkte für eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor. Die entsprechenden Anträge wurden schlicht nicht erörtert, stattdessen die Sichtweise des BFV ohne weiteres übernommen. Und worin besteht denn nun all diese Vorbringungen des BFV? Wer wie ich regelmäßig Gelegenheit hat, die jährlichen Verfassungsschutzberichte im Innenausschuss des Bundestags mit dem Präsidenten des BFV zu diskutieren, kennt die Qualität dieser Hervorbringungen. Da werden komplett belegfrei mal eben 10.000 Parteimitglieder, tatsächlich genau diese Zahl, der Gruppe der Rechtsextremisten zugeschlagen. Da wird unter Anführung belangloser Facebook-Posts mal eben eine angebliche Forderung nach Minderberechtigung eingebürgerter Deutsche schlicht erfunden. Jawohl, erfunden. Da wird der AfD die Vertretung extremistischer Verschwörungstheorien vorgeworfen, ohne dass auch nur definiert würde, was denn eine Verschwörungstheorie sei oder wer im Lande der Meinungsfreiheit überhaupt entscheiden darf, Meinungen als solche Verschwörungstheorien zu brandmarken. Dies alles bleibt auch nach ausdrücklicher Nachfrage stets komplett unbeantwortet. Stattdessen maßt sich der BFV-Präsident in grotesker Amtspflichtverkennung an, verbale und mentale Grenzverschiebungen kontrollieren zu sollen, ja sogar Denkmuster in unserer Sprache. Konkret manifestiert sich diese Absurdität dann darin, dass das BFV sich erdreistet, Sprachpolizei spielen zu wollen. Da sollen dann schon nur Begriffsverwendungen eine extremistische Bestrebung darstellen. Zum Beispiel Begriffe wie das deutsche Volk im ethnisch-kulturellen Sinne, was im Wesentlichen deutsche Staatsbürger ohne Migrationshintergrund bezeichnet. Ähnlich absurd wird gegenüber den Begriffen eines faktischen Bevölkerungsaustauschs oder der Remigration argumentiert. Tatsächlich sind dies aber schon sprachlich einfach nur beschreibende Begrifflichkeiten, die von selbst keine verfassungswidrige Bestrebung beinhalten können. Die unterstellte extremistische Bestrebung wird dann in allen Fällen erst eigens von den Beamten des BFV schlicht hinzuerfunden. Und so geht es weiter. Auch Kritik an unkontrollierter Masseneinwanderung ist natürlich keine Bestrebung, jemandes Menschenwürde zu beseitigen. Es ist nicht Bestandteil der Menschenwürde, jemanden illegal ins Land lassen zu müssen oder ihm hier nach einiger Zeit unbefristetes Aufenthaltsrecht und alsbald die deutsche Staatsbürgerschaft geben zu müssen. Die Zuerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft nach Abstammung eines Elternteils übrigens, statt schlicht nach dem Geburtsort, war über Jahrzehnte geltendes Recht und natürlich verfassungskonform. Interessierte Kreise wollen all dies aber vergessen machen. Eine Kritik am Islam weiterhin ist nicht Kritik an Muslimen. Der Verweis auf überproportionale Kriminalitätsraten von Ausländern gemäß polizeilichem Lagebild ist weder ausländerfeindlich noch auch nur eine Meinung, sondern schlicht ein Faktum. Eine Kritik an konkreter Regierungspolitik schließlich, etwa den die Grundrechte schleifenden Corona-Maßnahmen, ist keine Kritik an oder Delegitimierung der demokratischen Staatsform als solcher. Eine Beschlussfassung mit Parlamentsmehrheit enthebt die Regierung aber nie von der Abwägung solcher Maßnahmen mit bestehenden Grundrechten. Die Opposition darf das Ergebnis sehr wohl für falsch halten. Aber die tatsächliche inhaltliche Belanglosigkeit all dieser Anwürfe soll vor Gericht erst gar nicht ausgeleuchtet werden. Stattdessen kapriziert man sich auf schwammige Aussagen einzelner Parteivertreter. Diese sind aber, wo sie gegebenenfalls dem übrigens völlig unbeanstandeten Parteiprogramm
widersprechen würden, natürlich gerade deshalb eben nicht parteimehrheitsfähig. Eine etwaige Repräsentativität für die Parteimeinung mithin gerade ausgeschlossen. Nicht parteirepräsentative Einzelmeinungen also, beziehungsweise schlichte Begriffsverwendungen, die schon sprachlich als solche keine Bestrebungen darstellen können, schon gar nicht solche auf Beseitigung von Grundrechten, aufgepeppt durch schlicht hinzuerfundene, nie von der AfD erhobene Forderungen. Auf solche völlig inexistenten Grundlagen stützt das BfV, gefolgt von Gerichten mit vergleichbarem Arbeitsethos, seinen öffentlich verbreiteten Verdacht auf intendierte Grundrechtsangriffe durch die AfD. Der Marsch der politischen Linken durch die Institutionen ist weitgehend vollendet. Ob es beim Kampf gegen den politischen Mitbewerber AfD überhaupt eine Schwelle gibt, von der an noch rechtsstaatliche Maßstäbe gelten, wird die nächste Zeit zeigen.